wieder bei Let's Pokémon, Let's Go Pikachu und dann machen wir weiter mit der Rückeroberung dieses Bürogebäudes. Bis dahin und tschüss. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon, Let's Go Pikachu. Wir machen heute weiter. Wir müssen ja dieses Hilfsgruppengebäude hier zurückerobern. Und wir kümmern uns um den Rüpel hier. Oder die Rüpelin. Du brauchst dich gar nicht so anzustarren. Jetzt hatte ich gegen dieses Kind mit dem fiesen Blick verloren. Da sind meine Pokémon zu gar nichts mehr zu gebrauchen. Hier ist also kein Kampf für dich zu holen. Achso, okay. Die möchte also nicht, aber... Ne, dieser Forscher, aber gerade ein Forscher ist da noch nicht. Aber wir können zumindest jetzt hier ein bisschen weiterarbeiten. Mit der Schlüsselkarte kommen wir auf jeden Fall schon mal ein gutes Stück weiter. Ja, hier. Ein Top-Ally. Ja, keine Sorge, wir kämpfen gegen den Trainer hier noch. Hier ist ein Stockwerk, erforschen wir Pokebälle. Ja, gut. Aber dann kommen wir auch weiter, ne? Dann müssen wir auch jetzt... Damit müssen wir jetzt wieder runter in den zweiten Stock, damit wir weitermachen können. Ich will jetzt nicht unbedingt hier oben alles schon mal platt machen. Komm, jetzt trifft doch mal wieder dieses ein scheiß Donner. Jawohl, im fünften Versuch trifft diese Attacke. Aber Hornbohrer trifft fast das jedes Mal. Icy vom... Was? Wieso kann dieses Pokémon Icy? Was sind das für Attacken, Alter? Und jetzt trifft der zweite Donner hinterher und wir haben einen Slimer kurz mal eben gegrillt. Level 35. Bye, bye, Slimer. Erledigt. Wunderbar. Und dieser Forscher hat nicht den Hauch einer Chance. Wir haben noch keinen weiteren Level up, okay? Aber ist okay. Passt schon. Gut. Dann machen wir uns wieder runter an den zweiten Stock von Stock 4. Weil wir haben das, was ich wollte. Können also quasi jetzt hier weitermachen. Ja. Hallo, Herr Forscher. Nehmen wir mal das. Oh, guck mal die Aufzeichnung. Den Pokéball. Ich arbeite lieber für Team Rocket als für die Silk Company. Das ist selbstverständlich seine Meinung. Ich muss einen Schluck trinken. Du kommst mit einem Slimer. Mein Kollege kam ihm an zwei Stockwerke hoch mit einem Slimer. Und du kommst mit einem Slimer. Alles klärchen. So, weiter geht die Reise. Patsch und tschüss. Ich hasse das. Komm. Mach es down. Mach es kaputt. Slimer. Slimer. Hier kommt eine Magma. Das ist ein Pokémon, was wir noch gar nicht gesehen haben. Das ist ein Feuer-Pokémon, deswegen gehen wir raus auf Gyarados. Magma. Cascari. Na gut, dieses Magma hat nicht viel gehabt. Aber sieht cool aus, die Animation. So, jetzt noch von Erfahrungspunkt und Nidoking erreicht Level 33. Sehr schön. Ach, super. Gut, dann haben wir das soweit auch. Gehen wir auch down. Dann hole ich mir den gleich. Ich mach kurz ihn mal auf. War noch irgendwas hier Interessantes? Nein. Okay. Dann holen wir uns den Rüppel noch hier. Die erste halbe Portion, die hier reinspaziert kam, war schon viel zu stark. Und jetzt kommst du auch noch. Du, ihr habt hier überhaupt nichts verloren. Was wollt ihr verflixten Kinder denn von uns? Gar nichts. Ich möchte nur, dass ihr euren Scheiß zahlen nicht lasst. Gut, der Shirt ist ein Schörnfried. Hehe, Captain Genius. Oder Obvious. Naja, nehmen wir mal so. Du gehst also mit einem Apollo voran, Kollege. Wo ist mit Donnerblitz? Ich hoffe, dass es down ist. Ja, ist gut. Ha! Jetzt weicht die Attacke aus. Ha! Apollo! Gibi! Pikachu! Und down! Apollo ist Geschichte!
Level 9, fast noch ein Level bis Level 40. Wir haben noch 2 Stunden bei uns, ne? Können wir sogar noch rein. Nein, ich werde nicht Pikachu auf Level 40 bringen. Ich werde mein Pokémon im Nachzügler mal auf Level, auf den Level bringen. Beutel. So. Warte, wo war das jetzt? Kampftasche, oder? Nein. Fangtasche? Nein. Bonbonglas? Ja. Was haben wir denn? 433, das heißt. Arcani. Level 35 für Arcani. Pikachu ziehe ich mal auch gerade komplett hoch. Ich baller jetzt gerade mal die ganzen Stein-Dinger da weg, dass ich die mal habe. Verteidigung plus 1. Bonbon, Initiative. Arcani. Mentalbonbon. Ne, Flottbonbon. Initiative da weiter hochpushen. Pikachu kriegt noch eine mehr Initiative. Also kurz mal die. Was war das jetzt? Spezialangriff, okay. Das ist, kann nur Pikachu sein. Okay, dann kriege ich jetzt Arcani noch die restlichen. Ja, das ist auch den. Na, nicht ganz. Okay, Spezial. Dann kriege ich dieser Flores Witze. Energiebonbon für die KP. Ja, super. Dann haben wir Stärkebonbons. Wahrscheinlich für den Angriff. Ja, für den normalen Psychi. Das könnte der Golbat eher sein, weil Golbat mit Flügelschlag und Kennerschlag physisch angreift. Das kann ein bisschen weiter dauern. Sorry, liebe Leute, dass ich das gerade mal so in Aktion bringe. So. Und auch Nidoking greift tatsächlich. Was haben wir hier? Die Spezialverteidigung. Dann geht's auf Pikachu, komm. Okay, du hast so. Dann nehmen wir auf den Griffsbonbon, um den Spezialangriff zu erhöhen. Und hat er jetzt auch. Er hat einen Spezialangriff von 100 jetzt mittlerweile. Also waren wir vorher bei 1400, jetzt ist er mittlerweile auf 1600. Also um 200 Punkte gestärkt. Doch, Verteilung dauerhaft, jawohl. Sehr schön, dann haben wir das auch soweit. Okay, gucken wir auf meine Uhr. Also noch ein paar Minuten, 10 Minuten ungefähr noch. Dafür war der letzte Part ein bisschen länger, also aufregender. So, ich brauche ein paar Tränke. Und zwar Pikachu mal zu heilen. Sehr schön, läuft ja. Was haben wir hier? Achso, ja. Gut, dann sind wir hier durch. Und machen uns auf den ins nächste Stockwerk. Das müsste jetzt tatsächlich wieder 4 sein, ne? Ne, es ist 3. Okay. Verschiedene Version gesichtet. Und? Das ist nämlich ein Scheißdreck. Das ist jetzt Mogganein. Und jetzt wollen. Elektroball. Arcani kann als einziger Schaufler. Boah.
War das so? Dann gehen wir ab in die Erde mit dir, mein Freund. Aua, das tut weh, im Ohr. Ist doch kacke sowas. Ha, statt schon mal. Früher hat er mich getroffen, jetzt nicht mehr. Tschüss, Elektroball. Bye, bye. Also, was hat das noch? Was irgendwas Interessantes? Nö. Dieser Rüpel hat nichts mehr ins Gegensetzen. So, was schießt du hier rum in der Ecke? Vollkommen habe ich mich hier versteckt. Gut, hätte ich auch getan, wenn ich bin. Aber gut, ich bin mutig. Ich stelle mich dem Ganzen hier entgegen. Kuckuck. Team Rocket hat die Kontrolle über die Silph-Kompanie übernommen. Ja, schön. Nicht mehr lange. Ein paar Parts noch und dann ist das Ding erledigt da. Du sitzt also in Radfratz ein. Dann geh mal drauf. Ah, du kommst jetzt mit deinem Scheiß da, ne? Mit dem Ruckzuck-Hieb. Machst du mal was so? Bye bye, Radfratz. Auf dem Niveau noch ein Radfratz. Jetzt zieht den Slime ein, okay. Dann geht's drauf mit Donnerblitz. Tschüss, kleine Schleimer. Schleimer. So, wir finden einen Hyperheiler. Fluchtseil und ein Sternstück. Und ich habe da hinten im Pokéball im Regal müssten auch noch Items liegen, wenn das überhaupt Items sind. Ja, sind einmal 5 Superbälle. Was haben wir hier noch? Einen weiteren Beleber. Gut, das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Wunderbar. Weil manche Items ich persönlich eigentlich überflüssig finde, aber es gibt ja hier Leute, die damit kämpfen, diese ganzen X-Angriff, X-Verteidigung, Kapsel und alles um und dran. So. Dann holen wir uns hier den Forscher. Meine Pokémon sind meine treuen Untergebenen. Das darf auch gerne so bleiben. Nur ich werde dich trotzdem besiegen. Mit 3 Pokémon. Der fängt an erstmal mit einem Voltoball. Die Vorentwicklung von Elektroball. Und einmal Durchbruch. Toller Blitz. Okay. Tschüss, Elektroball. Adios, bye bye. Auf Wiedersehen. Und Level 35 für Golbat. Jetzt kommst du mit einem weiteren Elektroball. Okay, dann machen wir das anders jetzt. Oh, der will Schlammwurf jetzt ein. Mein Gott. Diese Pokémon nicht down kriegen. Es wird auch noch ein paar Parts dauern, bis wir tatsächlich hier mal endlich durch sind. Auch bestimmt noch 2-3 Parts, bis wir hier mal irgendwie durch sind. Deswegen, weil die Folgen halt so kurz sind. Ich mache keine 30 Minuten Folgen mehr. Weil ich halt jetzt vor in den nächsten Tagen oder in diesen Tagen jetzt vorbereiten muss, will. Und so für eine ganze Woche Zeugs vorbereiten. Ich bin eine ganze Woche virtuell. Also das dauert halt alles eine Weile. Und deswegen muss ich ein bisschen was vorbereiten. So, der letzte, der in einem Part hat, oder an seiner Seite hat, ist Elektroball. Oh, er kommt mit einem Donnerblitz! So bringt es das nicht hier.
Okay, überlebt es sogar. Das hätte ich jetzt tatsächlich so, ehrlich gesagt, nicht gedacht. Ich dachte, der wäre mit einem Zug down gewesen. Arcani. Oh, er setzt mit. Nein, nein. Entfängt. Oh. Tschüss, Elektroball. Nimm das in your face. So. So, dann machen wir kurz mal das Team wieder komplett heilen. Paraheiler. Gut, dass ich ein paar habe. Und einen habe ich, habe einen Hyperheiler, glaube ich, auch noch irgendwo. So, dann. Zack. Zack. Und zack. Gut, dann sind die Pokémon soweit wieder auf dem Damm. Und wir können uns jetzt sehr vermutlich, sehr wahrscheinlich Stockwerk Nummer 4. Dann sind wir da nämlich auch durch. So, das Stockwerk kennen wir ja. Den Rüpel kennen wir ja auch. Den kennen wir mittlerweile auch. Aber ein bisschen haben wir ja hier schon vorbereitet. So, dann haben wir das soweit. Der ist auch schon besiegt. Wunderbar. Ich gehe jetzt jeden einzelnen Trainer. Aber ich will ja hier... Aha. Aha, gerade eben wurde mir noch gemeldet, dass ein Kind hier rumschreien soll. Hier ist eins. Rettern. So. Dann geht's weiter mit Donnerblitz. Mit unserem... Dann hat er wahrscheinlich danach noch einen Arbok. Es würde mich schwer wundern, wenn er was anderes hat. Okay, ich wundere mich. Jetzt hat er mich einen Hypno. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt erwartet, dass er noch den Arbok hinterher hat. Aber das Hypno... Ja, ihr wisst ja, wie Probleme ich mit diesem Psycho-Pokémon habe. Genauso wie mit Kokowai, auch mit Hypno. So, bis drauf. Ja, so, ganz unwichtig ist es nicht gewesen, dass er so viel abgezogen hat. Ja, das könnte wahrscheinlich so im Hinblick auf den übernächsten Arenaleiter oder die Arenaleiterin unser Thronfern. Ich glaube, ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, ich muss mal gucken. Ich kann sein, dass ich auch lasse. Wobei, wenn ich ehrlich bin, Nidoking gerade merke, das ist tatsächlich das zweite Gift-Pokémon. Ich habe zwei Gift-Pokémon. Ich muss tatsächlich das Team oder möchte das Team noch ein bisschen umbauen. Wie bin ich noch nicht ganz zufrieden? Ich brauche ein reines Wasser-Pokémon. Ich will da auch ein reines Gift-Pokémon haben. Also, beziehungsweise, ich muss ein Gift-Pokémon. Wahrscheinlich muss ich Nidoking rausnehmen. So, ich würde wahrscheinlich sogar doch ein Psycho-Pokémon ins Team nehmen. Aber gefällt mir das sonst nicht. Wenn ich ehrlich bin, Nidoking, komm, ich nehme Nidoking raus, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ja alles. Ich habe ja jetzt drei Gifttypen. Ich habe ja mit Bisaflor das noch eins. Also dreimal Gift. Ja, dann nehme ich es raus. Team. So, warte, hab ich noch was im Team? Weil dann nehme ich es raus. Was haben wir denn Schönes? Haben wir noch was Schönes für mich? Ich habe auch kein Pantymos im Team. Eventuell bleibt nur noch Traumato. Level 18 ist es mittlerweile noch. Ich überlege gerade mal zu tauschen. Also, weil Hypno tatsächlich Spaß gemacht hat. Also das Pokémon wahrscheinlich gar nicht ohne sein. Dem Team hinzufügen. Traumato. So, dann habe ich jetzt so ein bisschen umgebaut. Ich brauche tatsächlich noch ein... Habe ich noch ein reines Pokémon? Ja, ich brauche zwei Gift-Pokémon. Nee. Die Reihe ist das gerade ziemlich ohne sein. Ich habe zwei Gift, zwei Flug. Also ich müsste noch mal tauschen. Und ich würde wahrscheinlich gerne eher das Quappo tauschen hier. Den Gyarados. So, aber wenn ich eins habe, irgendwann mal. So. So, Team.
Na, am Ende. Ja, es ist noch nicht zu 100% perfekt, weil ich will halt quasi jeden Typen gerne einmal haben, also zumindest weil es machbar ist. So, Beutel. Alter, es ist... Ah, dass ich manchmal ein bisschen so... Ah, ja, ein kleiner Munk. Innerlich. So. Ah, so, dann setzt du dann einmal den Spookball ein. Rein mit Aussetzer, dann gehe ich auf Psychokinese. Nicht erlernbar. Finsteraura ist gut. Besser als Biss. Dann gehe ich auf Finsteraura. So, dann einmal Psychokinese. Hier. Dann hätte ich für mich Probleme gehabt. Und ich brauche ein Psycho-Pokémon. Im Blick kommt irgendwann Meditation raus. So, ansonsten müsste ich eigentlich soweit alles drin haben. Tut mir leid, dass manchmal sowas, ne? Sowas muss man sein. Ich werde noch einen Tauschen machen, weil eins rausziehen. So. Gut, dann mache ich ja Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder auf jeden Fall bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu.